Hallo und willkommen. Mein Name ist Kirsten Gollertz und vor allen Dingen willkommen auf dieser Plattform. Denn mit dem Eintreten hier durch diese Tür in diesen Raum haben Sie gerade den allgemeinen Nutzungsbedingungen zugestimmt, die hier übrigens an der Tür ausgehangen sind. Vielleicht haben Sie gar nicht viel Beachtung Ihnen geschenkt, ist auch erstmal nicht so wichtig. Mit diesen Nutzungsbedingungen regeln wir halt einfach, wie wir uns hier verhalten, in welcher Art und Weise wir hier miteinander sprechen. Und diese Regeln sind jetzt gerade nicht von mir, aber das ist hier meine Plattform und hier gelten sozusagen meine Regeln etwas. Sie haben übrigens auch da gerade zugestimmt, dass Sie jeglichen Änderungen der Regeln weiterhin zustimmen. Also mit der weiteren Nutzung dieser Plattform stimmen Sie auch Änderungen zu. Eine ganze Reihe von anderen Dokumenten hängen auch mit dran. Auch diesen Regeln haben Sie gerade zugestimmt. Vor allen Dingen, wie wir Inhalte und wie wir Inhalte austauschen und wie wir kommunizieren. Achso, noch ganz wichtig, falls Sie gegen diese Regeln verstoßen, dann müssen Sie leider gehen von dieser Plattform. Diese und ähnliche Regeln, wenn jetzt also auch nicht so spezifisch, sind Teil der sozialen Online-Plattformen. Also solche ähnlichen Regeln stellen soziale Online-Plattformen auf und die sind noch sehr viel größer. Was meine ich mit sozialen Online-Plattformen? Wir kennen sie alle, Facebook, Twitter, YouTube. Das sind die sozialen Online-Plattformen, die wir jederzeit fast täglich, vielleicht auch mehrmals täglich nutzen. Mit dem Plattformbegriff an sich verbinden wir doch eigentlich immer was Positives. Das heißt, eine Plattform ist eine erhöhte Ebene, eine flache Ebene, auf der eigentlich jeder Zugang hat und auch jeder Zugang haben soll. Es ist auch der Ort für den Austausch von Informationen oder von Gedanken, von Ideen, von Produkten. Und mit Plattformen verbinden wir auch noch sowas wie eine Art technische Infrastruktur. Und auch das funktioniert hier. Denn wir haben hier jede Menge technische Infrastruktur und Systeme, die dafür arbeiten, dass wir hier auf der Plattform sprechen können und uns austauschen. Das Problem ist jetzt nur, dass hier für diese Plattform eben Regeln gelten. Und auch auf dieser Plattform, wenn wir uns hier unterhalten, auch gewisse Dynamiken herrschen. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass auf solchen Plattformen wie in sozialen Netzwerken noch mehr Leute dazukommen. Und auch das passiert gerade. Leute kommen hinzu. Mehr Nutzer kommen auf die Plattform, fangen an zu diskutieren. Das macht sie für uns alle wahrscheinlich sehr, sehr interessant, weil wir einfach mehr Möglichkeiten haben, uns auszutauschen. Das Angebot wird immer attraktiver, je mehr Leute auf die Plattform kommen. Die Kommunikation steigt. Diese Plattform ist jetzt noch recht neu. Wir haben hier angefangen mit vielleicht 15, 20 Leuten. Aber solche großen Plattformen wie zum Beispiel Facebook, die haben vielleicht ganz ähnlich angefangen. Heute sind sie Plattformen, soziale Online-Netzwerke, die wie Facebook 1,65 Milliarden Nutzer hat. Auf der Plattform von Facebook findet also jede Menge Kommunikation statt. Im August hat Mark Zuckerberg kürzlich einen weiteren Meilenstein bekannt gegeben. 1 Milliarde Nutzer haben Facebook an einem einzigen Tag genutzt. 1 Milliarde Nutzer innerhalb von 24 Stunden. Facebook ist heute in 92 Sprachen steht zur Verfügung. YouTube, eine ähnliche Plattform für Videomaterial, ist heute in 88 Ländern oder hat in 88 Ländern lokale Versionen. Eine weitere Statistik zu YouTube, 300 Stunden Videomaterial werden hochgeladen. Aber nicht täglich, auch nicht stündlich, sondern pro Minute. 300 Stunden Videomaterial. Und vielleicht eine weitere Statistik zu Twitter, 500 Millionen Tweets werden dort pro Tag über diese Plattform versandt. Diese Zahlen sagen kaum was aus. Also wir können uns kaum vorstellen, wie viel Informationen, wie viel Kommunikation dort überhaupt stattfindet. Was sie halt sagen, ist, dass da jede Menge Dynamik auf dieser Plattform herrscht. Dass ein ständiger Kommunikations- und Informationsfluss auf diesen Plattformen, auf den sozialen Online-Netzwerken stattfindet. Und mit diesen neuen Dynamiken kommen aber eben auch neue Anforderungen, Erwartungen oder auch die Interessen steigen derjenigen, die auf dieser Plattform kommunizieren. Und sicherlich kommt es auch oft zu Konflikten. Nicht, weil die Plattform voll wird, sondern weil wir einfach mehr wissen, mehr voneinander hören und die Leute sich auch in einer gewissen Weise ermächtigt fühlen zu sprechen. Zudem finde ich, habe ich auch für meine Plattform zum Beispiel, könnte ich entscheiden, Werbetreibende hier auf diese Plattform zu lassen. Eine neue Gruppe, die Interessen hat. Oder
Nachrichtenportale, die jede Zeit ihre Inhalte vermitteln wollen. Und mit diesen neuen Dynamiken ändern sich die Regeln und sie müssen sich ändern. Denn mit steigenden Nutzerzahlen steigen auch die Inhalte, die wir eigentlich gar nicht sehen wollen. Das ist ganz typischerweise, je mehr Nutzer kommen, je lauter wird es auf der Plattform, je mehr Noise hört man auf der Plattform. Und da ich als Plattformbetreiber trage ich da so ein gewisses Risiko für Sprache oder auch andere Plattformen, Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, die sind gerade in den Nachrichten, werden derzeit sehr, sehr viel diskutiert, dass sie auch, wie gehen sie damit um, mit diesem Noise auf der Plattform. Das bedeutet also, je mehr Nutzer zahlen, je mehr Risiko und je mehr Kosten hat die Plattform eigentlich. Wie gesagt, deswegen passen wir die Regeln auch an. Dem haben sie aber schon zugestimmt. Wir passen die Regeln an, indem wir sie versuchen, etwas detaillierter zu beschreiben, indem wir versuchen, genauer zu spezifizieren, was wir eigentlich auf der Plattform für Inhalte wollen und was für eine Art von Kommunikation wir erlauben und welche nicht. Es ist sozusagen diese Twitter-Regeln oder die Facebook-Community-Standards oder die Terms of Service sind auch sozusagen die Bedienungsanleitung für die Kommunikation im Netz geworden. Und mein Projekt beschäftigt sich genau mit diesen Regeln. Sie fragt quasi, wie sind diese Regeln entstanden, wie haben sie sich weiterentwickelt und welche Art von Wirkung kann man eigentlich da drin ablesen. Und ich möchte kurz drei Beispiele geben, die zeigen, wie sich die Regeln geändert haben, aber eben auch, aus welcher Funktion heraus. Das erste Beispiel ist, habe ich schon mal genannt, es kommen immer mehr Menschen hinzu auf die Plattform und ich möchte immerhin, dass es noch weiterhin ein sicherer Kommunikationsort für alles ist. Ich möchte, dass sie immer wieder kommen, ich möchte, dass sie lange bleiben. Ich möchte, dass sie viel kommunizieren auf der Plattform. Also brauchen sie eine sichere, eine Wohlfühlatmosphäre. Sowas wie Spam oder Inhalte, die wir einfach nicht sehen wollen, sowas wollen wir vermeiden. Eine wichtige Kategorie ist von Anfang an gewesen, die Plattform zum Beispiel frei von Spam, von Malware, von Viren zu halten, also die technische Basis auch sauber zu halten in dem Sinne. Twitter ist da ganz besonders markant, weil sie sehr genau detaillieren in ihren Regeln zum Beispiel, was sie unter Spam verstehen und wie sie Spam identifizieren. Es gibt mehrere Sachen, zum Beispiel Verhalten, also jegliches Verhalten, was ungewöhnlich ist, könnte zum Beispiel unter eine Art Spam-Verdacht fallen. Wenn man jetzt sehr vielen folgt, wenn man vielen Menschen, anderen Nutzern folgt, wenn man sehr aggressiv retweetet, wenn man sehr viele Leute benennt oder also in den Tweets benennt oder wenn man sehr, sehr viele Benutzerkonten anlegt. Das sind alles so Indikatoren, die Twitter dafür nutzt, um zu erkennen, was Spam eigentlich ist. Was wir daraus lernen können, ist, dass sie halt ständig auch beobachten. Ein zweites Beispiel, welches jetzt nicht von der Plattform induziert wurde, aber eben von einer sehr breiten öffentlichen Kampagne, ist, dass mittlerweile auf Facebook dass Fotos oder Abbildungen von stillenden Müttern erlaubt sind. Das war eine öffentliche Kampagne, die erst gestartet werden musste, damit sowas möglich ist. Alles, was so um Nacktheit, Pornografie sich dreht, ist auf diesen sozialen Plattformen grundsätzlich ausgeschlossen, aber Facebook macht es nach dieser Kampagne in 2012 sehr explizit, dass sie Abbildung von stillenden Müttern nicht darunter fällt. Und ein drittes Beispiel, und wenn man das eben vielleicht noch so mit so einem Augenzwinkern gesehen hat, vielleicht ja auch ganz lustig, dann sind die nächsten, ist das neuere Beispiel, eine aktuelle Diskussion, weit weniger schön. Denn hier geht es um die Hassrede, um schockierende Inhalte, um Bedrohung von einzelnen Personen oder ganzen Gruppen. Und an diesem Punkt, in dieser Diskussion sind wir jetzt gerade. Und das ist alle Plattformen kann man sagen, alle sozialen Online-Netzwerke haben hier nachgelegt. Das heißt, sie haben ihre Regeln geändert. Sie haben detaillierter aufgeführt, welche Art, was sie unter Hassrede verstehen, was sie unter
Bedrohung von Personen bestehen. Bis hin zu, dass sie bestimmte Aktivitäten, terroristische Aktivitäten oder organisierte Kriminalität nicht erlauben auf der Plattform. Was wir merken ist, dass diese Plattformen, die doch eigentlich so klein angefangen haben, wie vielleicht unsere hier, eine enorme Wichtigkeit und einen enormen Einfluss in unserer Öffentlichkeit, in unserer Kommunikation gefunden haben. Ihre Regeln sind von Bedeutung und sie spielen eine Rolle, denn auf Basis dieser Regeln entscheiden sie. Es gibt sehr viel mehr Beschwerden über diese Regeln und die ganzen Plattformen sind in einer öffentlichen Diskussion und nicht nur in einer öffentlichen, sondern in einer zunehmend politischen Diskussion. Und was für mich quasi dann die entscheidenden Fragen sind und vielleicht habt ihr da oder sie dann auch die Meinung dazu, wer soll dann entscheiden bei diesen massenhaften Inhalten, die dort jederzeit über diese Plattform geschickt werden. Danke erstmal und freue mich auf die Diskussion.